Hossa, hallo und herzlich willkommen im Wald am Steinbruch. Warum am Steinbruch? Weil hier darf man legal Feuerchen machen und wir haben was Größeres vor, Feuerchen technisch, und deswegen machen wir selbstverständlich ein legales Feuerchen. Und zwar, normalerweise spiele ich da ja nicht mit, aber ausnahmsweise habe ich gedacht, ich mache mal bei so einer lustigen kleinen Challenge mit. Wer jetzt nicht weiß, wie das mit diesem Challenge-Zeugs abläuft, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, ich schildere dazu jetzt einfach mal meine Meinung und meine Sicht der Dinge und ohne jetzt irgendjemandem Bild kommen zu wollen oder sonst wie, aber das hat sich schon länger eben entsprechend etabliert, dass man Challenges irgendwer macht und die anderen machen darauf dann jeweils eine Videoantwort, beziehungsweise wenn sie dann halt dann eben dran teilnehmen wollen an dieser Challenge, entweder so, dass sie freiwillig dran teilnehmen, also einfach jeder, der möchte, darf, oder dass es auch die Variante gibt, dass man halt immer jemanden benennt, der als nächstes soll. So, ein Beispiel, prominentes Beispiel war diese Ice Bucket Challenge Geschichte da. Das war halt wirklich was Großes und da haben dann auch große und wichtige Leute, Bill Gates etc. pp. Was weiß ich, wer sonst noch alles, haben da eben entsprechend mitgemacht. Das war natürlich wirklich was richtig, richtig Großes, ja. Ich habe jetzt meines Wissens selten bis gar nicht bei sowas mitgemacht, aber ich habe gedacht, das ist diesmal ein nettes Thema. Ich wollte sowieso mal wieder was, eigentlich wollte ich selber mal wieder was kochen. Jetzt hat sich ergeben, dass ich eine Köchin dabei habe, aber ursprünglich, da war gerade deine Schulter zu sehen. Ja. Jedenfalls, ursprünglich wollte ich selber auch mal wieder was kochen. Ne? Also so ist jetzt nicht, ist nicht so, dass ich jetzt automatisch hier jetzt alles der Frau überlasse, weil ich nicht kann, eher mehr so. Naja, man will sich ja auch von den anderen, die diese Challenge bisher gemacht haben, abheben. Und ich mache jetzt sozusagen die Steinzeitbohnenpfanne mit Steinzeitkochmethodik. Bedeutet, Mann holt Holz, Frau kocht. Frau holt Holz. Das Problem ist, dass die Frau. Sie vom Mann, kann ihn abschleppen. Frau hat auch Holz gesammelt, so gesehen. Aber ich habe die Stöcke für die Wurst besorgt. Egal. Jedenfalls, ja. Worum geht's? Wo kommt die Challenge her? Die kommt, glaube ich, von Spaß. Spaß irgendwas. Spaß haben. Was ein Spaß? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss es unten hinschreiben. Sorry. Bitte nicht böse sein, ich kenne jetzt auch nicht jeden Outdoor-YouTube-Kanal, denn die meisten dieser kleinen Challenges, also ohne das jetzt böse zu meinen, ja, die werden jetzt eher von den eher ein bisschen kleineren Kanälchen untereinander quasi betrieben, weil man dann einfach was zu tun hat und gegenseitig so ein bisschen Community-Effekt und Gemeinschaftsgefühl und so weiter. Und das finde ich eine echt tolle Sache, echt super gut. Hat sich bei mir nie die, will ich jetzt auch niemandem zu nahe treten, die Notwendigkeit ergeben, bei sowas groß mitzumachen, weil ich meistens genügend Themenideen aufgrund halt meiner Ausbildung etc. pp. Und so weiter und so fort, genügend Themenideen sowieso schon habe und da fehlt mir einfach die Zeit, da, im Regelfall groß an solchen Challenges mitzumachen. Aber das fand ich jetzt diesmal einfach lustig und habe gedacht, ach ja, jetzt mach's doch mal, es tut ja nicht weh. So, und zwar bin ich vom Franken Ranger, also Franken Ranger war es. Nicht etwa Franken Buschkraft oder Franken irgendwas anderes. Franken ist groß. Oft aufgefordert worden, eben an der Bohnen-Challenge mitzumachen. Ich glaube, so heißt sie. Ich weiß es nicht. Jedenfalls geht es darum, es gibt drei Vorgaben. Bohnen, Pfanne und Feuer. Also nicht Gaskocher etc. pp. So, ja, und wir haben eine Pfanne. Die gute Trangia-Bratpfanne, ich finde die wirklich toll, die hat hier hinten noch den Griff, den kann man dann entsprechend mit etwas Schmackes, kriegt man den auch ab und kann ihn dann andersrum wieder dran machen und dann hat man eine vollwertige Pfanne mit Nonstick-Beschichtung, das ist auch so irgendwas ähnliches wie Teflon, und da drin soll jetzt Bohne, da haben wir Bohnen, ja, ich bin langweilig, die englische Variante, ne? Die baked weißen Bohnen in Tomatensauce. Ja, das mit den Bohnen war eine Herausforderung. Und ja, dann schmeißen wir noch diverses anderes Zeug dran, aber damit sind die Grundvoraussetzungen ja mal erfüllt. Und hier ist eine Feuerstelle, okay, ich muss gleich nochmal das Stativ anders hinstellen.
Und dann wird es auch mit dem Feuer eben entsprechend was werden. Man hat überlegt, nimmt man einen Hobo, könnte man auch machen können, wäre ja auch Feuer. Aber ja, wir nehmen jetzt eine richtige Feuerzelle. Was wir aber noch als Hilfsmittel nehmen, damit es besser brennt, ist noch so ein kleiner Rost. Ne? Einfach weil, sonst wenn man die Pfanne direkt ins Feuer stellt, auf die Glut, das geht auch. Das ist aber ziemlich umständlich und das dauert alles, bis das fertig ist. Und jetzt sind wir halt mal faul. Und ja, wir sind hier auch ehrlich gesagt nicht mal hingewandert. Man muss es ja zugeben, wenn man schon ein fauler Sack ist. Also wir haben ein nicht durch Muskelkraft betriebenes, orangenes Transportmittel verwendet. Mhm. Mhm. So, und es wird etwas kühler. Ich muss den obersten Knopf zumachen. Ja, und dann geht's los. Und da man mir das Feuer anmachen irgendwie nicht gestattet und aus der Hand genommen hat und sie will, macht sie und das werde ich jetzt entsprechend dokumentieren. Und ja, danke fürs Einladen oder wie man das nennt, für die Challenge oder was auch immer. Keine Ahnung, jedenfalls danke. Und das machen wir jetzt. Und danach muss ich mir irgendwen einfallen lassen, den ich dann nominiere, oder? Ich glaube schon. Rein theoretisch müsste ich ja jemanden nehmen, der noch viel größer als ich ist. Hm. Aber ich glaube, die haben da alle nicht so. Naja, mal gucken, vielleicht fällt mir noch irgendwer. Hm, doch, ich hätte eine Idee. Der ist zwar nicht größer als ich, aber jeder hätte trotzdem eine Idee. Okay, also bis später. Ja, es geht los. Also sie hat da schon mal was vorbereitet. Und jetzt haben wir hier noch so gefunden, so schilfartiges Zeug. Das lag hier noch rum. Ich weiß gar nicht, von welcher Pflanze das stammt. Und jetzt war die Frage, kann man das anzünden oder nicht? Na, scheinbar wohl doch nicht so richtig. Also wenn es furztrocken ist, geht's. Ich fürchte, das ist es nicht. Okay. Ich hatte ja gemeint, sie kann sich ja schon mal ein paar Zunderchips zulegen, aber das wollte sie nicht. Das wollte sie nicht, genau. Ich schaffe übrigens gerade ohne Anti-Wind-Puschel, weil wir von beiden Seiten auf die Kamera einquatschen. Deswegen ist das dann mit dem Richtmikrofon ein bisschen schwierig. Also ich hoffe, die Windgeräusche halten sich in Grenzen und sonst müsste das jetzt einfach mal überleben heute. Ausnahmsweise mal. Man hört sicher die Autos im Hintergrund. Man hört auch mit Sicherheit die Autos im Hintergrund, ja. Die Feuerstelle ist dahingehend legal und nicht besonders überwacht und man braucht sich hier auch nicht anmelden etc. pp., weil sie halt direkt an der Straße gelegen ist, was dahingehend praktisch ist, dass hier sofort die Feuerwehr zum Löschen herkommen kann und alles. Also es ist eine sehr sichere Feuerstelle mit halt dem Nachteil direkt an der Straße, ne? Ja. Tut sich da irgendwas? Ja. Ich habe blöderweise gerade gelöscht. Es hat ein bisschen gebröselt. Okay, die Spannung steigt. Wir haben logischerweise auch noch Alternativen. Ja, Überraschung. Ja, man merkt, sie ist erfahrene Pfadfinderin. Okay, damit hatte ich jetzt schon nicht mehr gerechnet, muss ich sagen. Schön, Schatz. Schön. Ja. So, jetzt glotzen wir alle dumm ins Feuer. Das machen wir jetzt. Und jetzt müsst ihr mir einfach glauben, dass ich das auch gekonnt hätte. Ja, das alternative Küchenmesser. Das funktioniert erstaunlich gut als Wiegemesser, gell? Geht voll gut. Ich hoffe, du hast das Brettle gut. Ja, das Brettle sollte die Axt, also solange du da noch drauf rumwiegst. Sonst suche ich mir halt eine andere Freundin. Ja. Ne? Mhm. Wir haben übrigens schon mal vorbereitet, hier diese Dose. Darin befindet sich, was befindet sich denn darin? Ein wenig Lauch, oder? Ja. Ein wenig blanchiertes Rührpli. Ja, das war's. Extra fein gehackte Petersilie. Ach ja, extra fein gehackte Petersilie. Ja, und dazu kommt jetzt etwas frisch gewiegter Bärlauch. Frisch gesammelt. Frisch aus dem Wald. Wir haben keine Ahnung, ob das schmeckt und das passt wahrscheinlich thematisch nicht zur Bodenpfanne. Doch. Ach so, okay. Jedenfalls, das war halt gerade da und. Das muss genau so sein. Wenn man dieser Bodenpfanne jetzt einen Titel geben möchte, ja. Mein Vorgänger hatte ja eine Bodenpfanne traditionell. Unsere hier ist jetzt Bodenpfanne mit so ziemlich allem drin, was der Ben an Gemüse mag. Also die Vorgabe ist einfach nur Zeug reintun, was der Ben auch mag. Und das schränkt die Zutatenauswahl auch schon relativ stark ein. Also insbesondere, wenn es um so Gemüse und so weiter und so fort, ne, geht. Ich bin gespannt. Brauchen wir jetzt überhaupt noch Zwiebeln, jetzt wo wir Bärlauch drin haben? Bärlauch sind im Grunde doch schon fast schon ein Zwiebelersatz. Ja, Lauch auch. Ja, eben. Aber lass mich noch was schneiden. Das macht Spaß. Na gut, dann schneid halt noch Zwiebel. Die muss man ja noch schälen. Ja.
Ja, da hätte ich vielleicht doch gerne ein normales Messer. Ich frage mich gerade, hier liegt es. Hui, Wind. Damit keine Verwechslung aufkommt, wem es gehört. Ja. Hm? Oh. Achtung, da kommt Feuer entgegen. Ja, ja. Also wir produzieren gerade Glut. Und dann grillen wir uns erstmal ein paar Würstchen. Eine davon schnibbeln wir dann noch klein und schmeißen sie dann mit an die Bohnen. Also das kommt später, aber wir hatten auch noch einfach Lust zum Wurstgrillen, weil ich neulich auf der Terrasse Wurst gegrillt habe, im kleinen Robokocher. Und sie war nicht da und deswegen müssen wir das jetzt kompensieren, indem wir jetzt hier noch ein paar Würste grillen. Ja, ihr seht jetzt also gerade exklusiv, wie eine Zwiebel geschält wird. Toll. Faszinierend, nicht wahr? Film das Feuer, das ist schöner anzugucken. Okay. Hier wieder das Feuer. So, also folgendes. Mein Plan wäre jetzt, ich habe hier eine Pfanne mit Benchbeck. Also Benchbeck enthält relativ wenig Fett. Ein bisschen dahingehend blöd, weil ich hatte eigentlich gehofft, ich hätte noch Ölsticks. Sticks sind diese kleinen abgeschnittenen Strohhalme, die man an beiden Enden mit dem Feuerzeug zuschweißt und vorher natürlich irgendwas reingefüllt hat. Ich hatte mir mal irgendwann einen Farbcode zugelegt. Gelb ist entweder Mückenschutz oder Seife. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Es ist Seife. Ölsticks zum Dinge anbraten wären transparent gewesen, also weiß. Ja, die sind leider alle. Die habe ich für Schottland alle mitgenommen nach Schottland. Ja, und dann waren sie weg. Ne? Und hatte irgendwie vergessen, dass ich inzwischen keine mehr hergestellt habe. Aber jedenfalls haben wir jetzt fleißig Wurst gegrillt. Schatz, zeig mal die Wurst, genau. Das ist eine Wurst. Also nicht meine Freundin, sondern das da über dem Feuer. Entschuldigung. Das hat sich gerade so angeboten. Jedenfalls, ja, ne? Und davon haben wir jetzt jeder eine halbe pro Person, ne? Weil wir essen ja nicht viel. Wir haben eine halbe Wurst, genau. Mhm. Jedenfalls, jetzt gibt es dann halt eben noch besagte Pfanne. Jetzt überlegen wir noch, ob wir da jetzt beide Schinken reinhauen. Dann haben wir so eine krasse Schinkenpfanne. Also besonders vegetarisch wird es nicht. Aber hey, es kommt auch noch Gemüse rein. Hier nochmal unsere Gemüsemischung. Mit blanchierten Möhrchen, Bärlauch aus dem Wald, Lauch aus dem Nichtwald und ursprünglich wollten wir ja noch eine Wurst klein schnibbeln und auch noch mit reinwerfen, das lassen wir jetzt sein, wenn wir all den Speck drin haben. Und natürlich gibt es noch etwas Zwiebel, die kann ich auch gleich noch in die Pfanne dazu tun. Und sobald das Ganze jetzt ein wenig runtergebrannt ist, weil wir haben da jetzt so viel Glut, da braucht man gar nicht erst groß mit Flamme arbeiten, das können wir auf der Glut kochen. Habe ich hier ja noch meinen lustigen Grill. Den stelle ich dann auch noch drauf und dann kommt die Pfanne oben drauf und dann müsste man da eigentlich schön brutzeln können, ohne dass das zu größeren Komplikationen kommt. Nur Handschuhe wäre jetzt noch cool gewesen wegen dem Griff. Da habe ich jetzt natürlich wieder nicht dran gedacht. Irgendwas vergisst man halt immer. Jedenfalls, das ist der Plan. Und der Plan wird in Kürze umgesetzt, damit das Licht noch reicht. Ihr seht, da hinten färbt sich der Wald schon langsam in sehr angenehmen Abendfarben, aber sonst machen wir die Taschenlampe an, wir sind flexibel. So, ja, wie man sieht, steht es auf dem Feuer. Das funktioniert soweit ganz gut. Hier hinten kann man es noch halbwegs anfassen. Ich bin begeistert. Muss halt immer nur ein bisschen vorsichtig sein. Gut, da kann jetzt auch nichts umfallen. Das steht ja schön feste. Und damit ich mir auch ja heiße Finger hole, habe ich hier meinen tollen Ultralight-Pfannenwender mitgenommen. Ultralight, weil ultra klein. Juhu! Nee, das geht ganz gut. Ja, ein bisschen Fett zum Anbraten wäre jetzt noch schon cool gewesen. Andererseits geht auch so. Da sind ja minimale Mengen an Fett noch in meinem Speck vorhanden. Ganze 2%. Und die Pfanne ist ja anti-Haft beschichtet. Ihr merkt übrigens, ich muss kochen. Chefin war gerade der Meinung, dass sie jetzt emanzipiert ist. Und lässt den Mann an den Herd. Ich muss ja, erstens morgen ich im Rauch. So, jetzt nicht mehr. Also, ich muss, hier ist mein Finger, zu meiner Verteidigung gestehen. Ich habe noch nie eine Bohnenpfanne gemacht, also so draußen. Das ist neu. Ja, ich weiß, das ist so ziemlich das traditionellste Outdoor-Essen, das jemals zubereitet wurde. Aber, also zumindest kommt es einem so vor,
Ne? Also bei uns in Europa, bevor es die Amis mit ihren roten, mit ihren weißen Bohnen in Tomatensoße gab, beziehungsweise die Engländer, keine Ahnung, wer das erfunden hat, aber bevor es die gab, sind wir schon längst in den Wäldern unterwegs gewesen. So gelegen ist es eigentlich gar nicht so traditionell. Streng genommen ist das gerade mal, wenn es hochkommt, 200 Jahre alt, dieses Essen. Wahrscheinlich nicht mal. Also, ne, eigentlich, es kommt einem immer so vor, als würde man jetzt hier was futtern, das was ist, was von was weiß ich, wie früher kommt. Und naja, ja, ich will jetzt auch nicht rumnörgeln. Also ich meine, das kann man schon essen. Das ist auch schon was Gutes und das schmeckt ja auch und alles. Aber ja. Man könnte jetzt natürlich noch eine andere Sorte Bohnen dran machen, aber ich bin jetzt gar nicht so sehr der Bohnenfan. Ich glaube, so könnte das schon schmecken. Also wenn wir jetzt noch unser Gemüslein dran machen, dann zweifle ich eigentlich nicht daran, dass das schon was ist, was schmecken könnte. Mal gucken. Mag du? Ja, mag ich. Ja, bitte. Herzlichen Dank. Schatz, du aus? Ja. Gut, ich verteile. Ja. Meine Güte, ist das viel Gemüse. Das ist nur eine Karotte. Ja, aber... Du verteilst. Ich verteile. Ich verteile so gut ich kann. Das ist ein kleines bisschen Lauch und eine Karotte. Mhm. Dann schmeckt es weniger bohnig. Ich weiß nicht, ob das Gerücht jetzt so wirklich richtig verbessert. Ich futtere die restlichen Karotten selber. Ja, ist gut. Ah, ich muss mal aufstehen. Gut, es hat ja keiner was davon gesagt, dass es eine leckere Bohnenpfanne sein soll. Es hieß, es hieß bloß Bohnenpfanne. Das sieht voll gut aus. Wir hätten doch zwei Bohnen nehmen sollen. Ich hatte noch überlegt, ob wir eventuell zwei Dosen Bohnen nehmen. Wir haben alle Angaben erfüllt. Bohnen, Pfanne, Feuer. Das haben wir, ja. Niemand hat gesagt, es soll schmecken. Also nächstes Mal nehme ich meine Portion, bevor das Gemüse drin ist. Bist du ein Papierlöffel? Nein, ich traue mich nicht. Muss ich würzen? Ja, würzt du mal. Dann muss ich erst probieren. Dann probier mal. Wir sind gespannt auf die Reaktion. Mhm. Ist doch ziemlich halbwarm. Das habe ich befürchtet. Ja, du musst jetzt nicht das gute Gemüse rausschaufeln. Das war mein Plan, Mist, du hast mich durchschaut. So. Ein bisschen KDP. Nochmal rühren, bitte. Oh. Du machst das gut. Gut, dass ich heute nicht Sport gemacht habe. Voll anstrengend. Wissen wir, was wir Frauen tagtäglich leisten. Mhm. Mehrfach am Tag. Mhm. Wenn wir unsere Männer mögen. Ne? Dir ist bewusst, dass diese Zeiten vorbei sind. Ab heute ja. Ist gut. Ich mag Bohnen so mäßig, ne? Naja. Hm. Das heißt, du verteufelst mich gerade, dass ich ausgerechnet bei der Bohnen-Challenge dann mal beschließe, dass ich da mal mitmachen muss. Nur so viel. Ja, nach reichlicher Überlegung haben wir beschlossen, dass das hier jetzt fertig ist. Ja? Sieht gar nicht so schlimm aus. Und eben habe ich mich getraut, todesverachtend zu probieren. Und erstaunlicherweise hat es sogar einigermaßen sogar relativ gut geschmeckt, trotz dem vielen Gemüse, was drin ist. Ich bin sicher, ohne Gemüse wäre es noch viel besser. Naja, aber jetzt essen wir mal. Wir machen uns die Teller voll und dann probieren wir und dann geben wir jeweils ein Statement ab und dann wird sie sowieso duster. Beziehungsweise da ist es jetzt schon fleißig dabei. Und dann gehen wir noch nächtlich ein kleines bisschen Bärlauch sammeln für zu Hause. Und dann hauen wir wieder ab. Jawohl. So, mal gucken. Achso, du nimmst. Ja gut, dann haben wir weniger Tisch. Dann müssen wir die Würste auch nicht rausnehmen aus dem Wurstgefäß. Kannst du das andere noch umdrehen, bitte? Was denn? Dein anderes Gefäß. Da drehen, 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 drehen.
Nimm dir ruhig eine große Portion. Ja, wir können ja dann noch teilen bei Bedarf. Soll ich dir noch Gemüse abgeben? Nein. Nein. Okay, dann. Ich habe quasi alles eh noch Gemüse. Also, so sieht es aus. Sieht verflucht gesund aus. Mein Essen sieht normalerweise nicht so gesund aus. Also man beachte bitte meinen Gesichtsausdruck bei Probieren. Achtung! Ich traue mich nicht. Komm, wir machen zusammen. Okay. 3, 2, 1. Ja, also der Gemüseanteil ist schon ein bisschen hoch, finde ich. Aber sonst schmeckt's gut. Und ich finde, so kann man Bohnen essen. Ich weiche den sonst eh aus. Mhm. Und Speck und Zwiebeln passen ganz gut dazu. Mhm. Ja, das eine Rührli war ein bisschen groß, glaube ich. Ja. Oh, das war doch nur eines. Mhm. Dann geht es lieber mir, bevor du es jetzt da rumschmeißt. Also, dann sage ich jetzt Tschüss. Ich muss noch wer anders nominieren. Ach so, stimmt. Ja, also, wenn du Bock haben solltest, falls du nicht sowieso schon eine Bohnenpfanne neulich mal gemacht hast. Ich meine, du hast irgendwann mal neulich was gekocht. Dann würde ich wie heißt du denn? Outdoor Minimalist Bushcraft? Heißt du so, dein Kanalname? Ich glaube, so heißt du. Jedenfalls würde ich dann dich dann nominieren wollen. Ja? Also Sven. Und ja, dann kannst du ja auch mal eben entsprechend eine Bohnenpfanne zubereiten. Das ist vielleicht ganz lustig und wenn du Lust hast und wenn nicht, dann hat sie es zu Ende nominiert, glaube ich. Funktioniert das so? Sobald einer keine Lust mehr hat, hört es auf? Ich weiß es nicht. Und das ist wirklich gar nicht so übel. Je länger man es isst,